Ja, hallo und willkommen zurück hier zu Let's Play Empire Akt 2, Kapitel 2. Wir sollen Glühwein brauen. Und wir sind da eigentlich auf einem ganz guten Weg hin. Ich muss nur irgendwo mal noch eine Küche bauen, glaube ich. Das Übliche, ne? Ich glaube, ich baue hier mal einen langen geraden Streifen runter, dann können wir hier auf der Innenseite ganz gut noch bauen. Huch. Und brauchen auf alle Fälle noch mehr Gold. Wenn jetzt die Schatzkammer, können wir hier eigentlich nochmal einen Überfallkommando losschicken. Mit einzelnen Punkten. Was sagen die DEC-Sachen? Einen ausrüsten, verschiedene Fallen. 10 Fallen. 10 Fallen? Ja, dann brauchen wir noch 8. Da kommen, brauchen wir noch ein bisschen. Okay. Einheiten beschworen. Ja, und ja. Dann haben wir die auch schon mal. Was drücke ich denn jetzt immer? Escape hier. Training. Training. Essen. Genau, jetzt haben wir jetzt diese Maskottchen. Jedes Truppenmitglied profitiert von dem 20%igen Bonus auf dem von ihm zugefügten Schaden. Achso, der erste hat es bekommen, weil... Ah ja, ich verstehe. Weil der den Überfall gemacht hat und da hat er sich so ein Maskottchen gleich eingesteckt. So, Essen, Essen. Schade, dass hier irgendwo reingepasst hat. Na gut, dann packen wir das Arcanium hin. So, wenn wir das gleich hier bauen, dann ziehen wir hier mal nochmal rüber. Und dann können wir nämlich da hinten auch noch was bauen. So, jetzt können wir noch mehr Maskottchen bauen. Yeah! So, Aggressivität, Regeneration, Schaden. Rüstung. Trupp Nummer 4. Gucken wir mal, wie wir den
dann zusammensetzen. Hier holen wir uns mal das für... wir müssen eigentlich gleich wieder Leitern kommen, ne? New ladders have appeared. Ach, als wäre ich ein Hellseher. So, wo ist die dritte? Hier unten. Ich glaube, das war sogar trotzdem rechtzeitig. Oder auch nicht. Da war auch noch einer. Okay. Der Schamane ist nicht... Ach, der ist nach dem Turnier zurückgegangen. Oh. Essen und essen. So. 152 Brauerei können wir noch nicht. Können wir eigentlich mal noch ein paar Fallen bauen. So. Fallen ist hier vorne 6 von 10. Naja, gucken wir gleich nochmal. Wenn wir ein paar mehr gebaut haben, den schicken wir gleich mal trainieren. Na, das war abzusehen, dass das nicht reicht, aber Extraktor haben wir, Werkstatt haben wir, Kerker haben wir noch nicht, ne? Nee. Noch ein Kerker, da haben wir noch ein Restaurant. Können wir eigentlich auch hier noch mal reinziehen? Können wir hier auch noch mal was bauen? Ja, hätte ich auch nach oben ziehen können, aber können wir ja trotzdem machen. Ein paar Gänge bauen. Ich Oller Baumeister, ich. So. Haben wir keinen Imps mehr? Doch. Loco Poco Morris. Passt alles nicht, aber mehr Räume werden es jetzt eh nicht. Passt nicht. Scheiße. Hätte echt gedacht, dass der da noch hinpasst. Ach, das Strandbad der Majestät haben wir ja auch noch. Also, Kerker... Ich brauche mehr Imps.
Okay, dann legen wir jetzt mal hier die Skelette um. Zweier und Einser. Wenn ich meinen Pause klicke. How am I there yet? How am I there yet? Ganz schön viele Bogenschützen. Schon wieder? Wo haben wir denn? New ladders have appeared. Eins. Und da ist nämlich auch noch einer. Heroes are entering your dungeon. Ah, gerade rechtzeitig. Da auch den einen oder anderen Typen noch in die Mitte stellen. Und hier auch mal noch mal den einen oder anderen Trupp voll machen. Aber dazu haben wir zu wenig. Naja, dann verkaufen wir ein paar Pilze. Zack. Ja, bin zwar noch nicht überzeugt von denen, aber nehmen wir jetzt einfach mal einen mit. Und dann stellen wir da mal zwei Tanks rein, vielleicht geht das ja besser. Geht mal trainieren, Jungs. So. Hier ist ja jetzt noch eine Truhe. Gucken wir doch mal, was da drin ist, wa? Ich glaube, vielleicht wird das geil, wa? So, die Truppstufe ist nicht die Typenstufe sozusagen. Jetzt da mal noch ein Durchgang. Und sobald wir hier die Aggressivität wieder ein bisschen höher ist, überfallen wir mal das Strandbad vom König. Ja, weite Wege, weite Wege. Was
verdammt weite Wege. Also, aber einer müsste doch schon... Mampf war die 1, na dann. Zack. So. Ja, mal gucken, was der König sagt. Beim Baden. Wenn der persönlich anwesend ist. Mit Volleyballfeld. Schön. Ja, ganz schön. Machen. Alle Fälle nicht wenig. Aber wir wecken ganz gut. An der Stelle. Könnte man noch einen Tank schon mal mit ausbilden? Achso, zu wenig Materialien. Hui. Das darf natürlich nicht sein, sowas. Wir wollen die ja auch gleich einmal komplett ausstatten. So. Nummer 1. Nummer 2. Und hier auch noch. Und dann haben wir hier New ladders have appeared. Einen relativ kurzen Weg. Und da ist auch eine. Heroes are entering your dungeon. Out of the pit. Auf sie mit Gebrüll. Einen Häcksler. Wir haben nur 3 Restaurants. Ich würde gerne noch irgendwo eins bauen. Das ist kein Platz. Es ist einfach kein Platz. Ich hätte nicht gedacht, dass das Ding hier drüben so groß ist. So, der vierte Trupp, den müssten wir auch noch auf Extraktor setzen. So. Dann können wir hier jetzt eigentlich mal weitermachen. Und in den Außenbereichen nach... Den Glock-Zutaten, den Glock, den Glock-Zutaten suchen. Und hier will ich noch.
zu spät. Eat, sleep, slaughter, eat, sleep, slaughter. Now that you're in the forest, let's allow the elves to produce the first batch of Glog for us. Wait until they move the barrels, then hit them hard and confiscate the shipment. Only don't disturb the brewmaster or the production will come to a halt. Okay. Klingt sinnvoll, dass man den Braumeister nicht stören darf. I feel the need to feed. Fässer, aber wie denn? Ja, apropos wie denn? Ich würde sagen, das probieren wir einfach in der nächsten Folge aus. Tschüss!